herzlich willkommen auf TZ 2. Ja, Freunde, heute ist der große Tag, wo wir die ganze Smart-Home-Beleuchtung und auch die Syncbox von Philipp installieren. Ich warte eigentlich den ganzen Tag nur auf den Postboten und weiß nicht, wann er kommt und weiß es nicht. So, Freunde, ich weiß nicht, wie viel Uhr wir schon haben, aber so langsam müsste der Postbote echt mal kommen. Und da klingelt es auch schon. Das müsste eigentlich sein. Er macht aber einen Druck. Ich hab gesagt, komm ins Studio. Hey, hast du was vom Postbote gesagt? Digga, Philips hat uns das ultimative Paket zugeschickt, ja? Und du lässt mich jetzt die 3 Kilometer alleine schleppen. Strümpfig. Bei minus 10 Grad. Ich bin komplett platt. Guck dir mal an, was die überragenden Jungs und Mädels uns zugeschickt haben. Oha, lass mal reinschleppen den Laden. Komm, oha, den pack ich nicht mal. Das ist schwer. Mein Gott, das ist eine Maschine. Bring rein in mein Haus. Ist aber nur für mich oder ist da was für dich dabei? Beide. Ehrenmänner Philips. Ehrenmann. Oh, was heißt? 4 Kilometer, ich weiß was zum Trinken, ne? Ich hab dir schon Zero kalt gelegt. Ich seh's, Jungs und Mädels. Die Häuser gehen in der Endspurt. Philips, Liebe geht raus. Simon hat ja schon einiges von Philips Ambilight hier drin. Wir werden euch jetzt heute noch ein bisschen was vorstellen. Von Philips U, muss man sagen. Ja. Philips Ambilight, sondern von Philips U. Von ganz wichtig. Einiges installiert, ja. Und zwar aber das Highlight dieses Videos ist diese Box, von ihr wisst ja, ich hatte euch gesagt, ohne ein Philips Ambilight TV kann man die Philips U-Bänder, die oben in meiner Decke liegen, nicht ansteuern. Und da hat Philips was rausgebracht, mit dem man das jetzt trotzdem kann. Und das wird heute das Highlight sein. Aber ich würde sagen, wir laden erstmal alles auf. Wir sortieren mal. Wir müssen auch erstmal sortieren, ja. Weil ganz ehrlich, Philips UE, wenn ihr das da draußen seht, er will mich abziehen. Ja, weil mein Haus ist noch nicht so weit. Er will die ganze Box für sich behalten. Ne? Wir teilen es jetzt mal schnell auf. Du hast nur ein Band bestellt. Halt der Schnauze, wir sortieren. Wir sortieren mal. So, schmeiß her, was immer. Syncbox, das Highlight. Meine Seite. Deine Seite, ja. Die gehört zur Syncbox. Genau. Hä? Das ist deine Seite. Brauche ich die? Ich brauche hier ist dein Stab und hier ist mein Stoß. Das alles hat uns Philips zur Verfügung gestellt. So, wie gesagt, das alles hat uns Philips zur Verfügung gestellt. Dafür wirklich vielen, vielen Dank. Deswegen wird auch hier oben wahrscheinlich irgendwo im Eck Dauerwerbeanzeige stehen. Die Jungs haben uns das alles gesponsert. Da geht wirklich ganz, ganz viel Liebe raus. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben LED-Bänder, wir haben Outdoor, wir haben die Syncbox, um die wird es heute so ein bisschen spezieller gehen. Ne? Die Syncbox werden wir heute genauer vorstellen. Genau. Die andere Sachen, so diese LED-Bänder habe ich ja schon installiert. Ne? Wie hier oben drin, Freunde, in der Küche, kann ich euch auch später nochmal zeigen. Da kam ja schon ein Video dazu. Ne? Und dazu wird dann noch einige Videos jetzt hier auf TZ2 kommen. Dann auch bei Simon noch im Haus, bei mir im Haus noch. Wird noch einiges kommen. Wir haben hier noch der Outdoor-Bereich. Und da würde ich sagen, tauschen wir jetzt kurz, weil jetzt kommt Technik Semar und erklärt euch so ein bisschen die Details. Und dann würde ich sagen, packen wir mal die Syncbox aus. So, Freunde. Da bin ich jetzt hier dran, ne? Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Outdoor-Bereich an. Da wird noch mehr auf euch zukommen. Letztes Jahr Winter sozusagen, ne? Wir können nicht so viel draus im Garten machen, dein Haus ist dann fertig. Aber da hat uns Philips auch diese geilen Outdoor-LED-Bänder geschickt. Einmal diese Starterbox sozusagen und die Erweiterungsbox und einen Bewegungsmelder für draußen. Damit kann man halt auch alles schön dann steuern. Aber Freunde, ohne diese Bridge von U funktioniert natürlich gar nichts. Ja? Ihr habt das ja schon bei mir im Video gesehen, so eine Bridge habe ich mir installiert. Die muss an euren Router installiert werden. Und dann kommunizieren diese Geräte, die ihr alle seht, mit diesem Zigbee-Standard. Ist auch ein Funkstandard, aber kein WLAN. Und es wird dann sozusagen mit dieser Bridge connected. Und ihr könnt dann von überall mit dem Handy aus das schön steuern. Auch mit Alexa ist das fähig, mit HomeKit ist das fähig. Könnt ihr alles schön machen. Deswegen ist diese Bridge ganz, ganz wichtig. Aber wir hatten einen Denkfehler, Timau. Ne? Wir haben ja gedacht, so, okay, wir brauchen viele Bridges. Ne? Mhm. Aber eine Bridge kann man 50 Geräte anlernen. Und jedes Gerät, was ihr habt, dient wieder als Repeater. Also es langt eigentlich für 100 Meter eine Bridge sogar mittlerweile. Okay, sehr geil. Und also ihr habt es schon gesehen, hier mit dem Ambiente-Beleuchtung. Alles von Philips UE, wirklich sehr, sehr cool. Dann haben wir hier die Syncbox, haben wir euch vorhin schon gezeigt. Da werdet ihr später noch ein bisschen mehr sehen, weil diese Syncbox ermöglicht es euch, das Fernsehbild oder von einem externen HDMI-Gerät diese LED-Bänder hier oder auch die Lampen von Philips anzusteuern, Freunde. Mega das ist geil. Eigentlich genau das, was wir uns immer gewünscht haben. Also so als Beispiel, so als Laie ganz kurz. Wenn du zum Beispiel hier vorne Fußball guckst,
dann kann die Box das raffen, dass die dann quasi hier oben alles grün macht. Genau, ja, wenn an der Stelle gerade grün ist, ne, genau, wird es auch grün. Deswegen habt ihr ja noch so zwei Standbeleuchtungen, wo man dann so Richtung Wand drehen kann. Sieht man da hinten auch so ein bisschen, ne? Ja, die sind universal einsetzbar, ne? Können wir auf die Bodenstelle die Wand hochstrahlen, geht einiges. Genau, da hat auf jeden Fall jeder was bekommen. Dann, Freunde, ganz, ganz wichtig, einmal ein Starterkit, da ist wieder eine Bridge drin, da ist ein Schalter drin, wie ich ihn auch dort vorne schon installiert habe. Den hole ich kurz ab, in der 3D-Kamerafahrt, Alter, hole ich ihn schnell rein. Habe ich euch ja auch da schon gezeigt, ihr könnt jetzt einfach hier das Licht ausmachen, ihr könnt das Licht anmachen, Freunde, ihr könnt dunkler dimmen, ja, ihr könnt heller dimmen, also das könnt ihr alles halt mit dem Schalter machen, braucht nicht lang irgendwie der App, ihr könnt die auch rausnehmen, als Fernbedienung nutzen. Sehr, sehr geil, ne? Das ist auf jeden Fall sehr geil. Da hat uns Philips, das ist in dem Starterpaket drin, genau. Dann haben wir, wir hatten hier vier Bewegungsmelder, auch wieder mega heftig, Freunde. Den können wir uns zum Beispiel auf die Treppe stellen, wenn du auf die Treppenstufe trittst, dann geht dessen das Licht, dann kann man dann alles in der App steuern und auch alles mit der Bridge dann connecten. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, jeder hat 5 mal, das sind 2 Meter Starter, ne? Die braucht man, braucht immer das Starter-Kit. Starter heißt also quasi das Netzteil schon mit dran, ne? Genau. Weil bei denen, was das Simon kann, schon mal die Erweiterung noch zeigen. Genau. Und dann könnt ihr die bis auf 10 Meter mit diesen Erweiterungen, immer jeden Meter, könnt ihr einfach zusammenstecken. 2 Meter plus 8 Erweiterungen, genau, ne? Plus 8 Erweiterungen, zack, zack, zack. Sind 10 Meter. Sind 10 Meter. Und dann braucht ihr wieder eine neue Erweiterung und könnt wieder 10 Meter dran stecken. Alles natürlich farbig, habt aber auch alles gesehen, wie ich es hier oben verlegt habe, Freunde, ne? Kennt ihr ja, genau. Da hat uns Philips richtig gegönnt. Da muss man auch sagen, haben wir das meiste von genommen, weil wir gesagt haben, LED-Bänder ist einfach das Beste. Es gibt nichts Geileres als eine indirekte Beleuchtung beim Chillen. Egal, was du machst, im Outdoor-Bereich, im Indoor-Bereich, beim Fernsehen gucken, beim Kochen. Wir sagen ja immer, wir haben zu viele LEDs, aber ist das Beste. Stopp, stopp. Wo ist der Fehler bei der Aussage? Die LED-Bänder, der Fehler bei der Aussage ist, sie haben entweder die richtigen LED-Bänder oder sie haben die LED-Bänder einfach irgendwo draufgeklebt. Und man sieht die direkt. Das ist der Fehler. Das ist auch ein Fehler. Und der ganz große Fehler ist, es gibt nicht genug LEDs. Es gibt nicht genug LEDs. Genau, Freunde, dann haben wir ja auf jeden Fall hier noch, jeder hat nochmal 2 von diesen Schaltern bekommen. Und man muss auch sagen, Jungs, einige werden jetzt sagen, ja klar, ihr habt das alles geschenkt bekommen, deswegen sagt er jetzt so, ah, krass. Nein, Freunde, ich habe mir das Zeug auch schon privat gekauft, habt ihr ja gesehen im Video. Das stimmt und wirklich. Ich muss wirklich sagen, das System von Philips funktioniert einfach am besten. Und auch diese Bridge, ihr könnt auch jegliche Geräte, die auf Zigbee-Standard funktionieren, in diese App integrieren. Mit der Box hier. Aber natürlich, Freunde, ne, es soll heute darum gehen, das alles von heute nicht installiert bekommen. Aber was wir auf jeden Fall machen, ihr habt schon gesehen, die Esszimmerlampe da hinten, diese Stehlampe, die ist jetzt weiß. Da werden wir auf jeden Fall die Birnen austauschen, ne, und werden, wo ist denn meine Box, wo ist denn meine Box? Da habe ich nämlich ein bisschen dran rumgefummelt. Und werden die Kollegen hier reindrehen, Freunde. Die 27er Fassung, die werden wir da jetzt reindrehen in alle Lampen und dann gucken wir uns mal, würde ich sagen, das Ergebnis erstmal an, oder? Was sagst du? Legen wir mal los. Legen wir los. So, Freunde, ihr seht, ich habe hier mir so Lichtbälle geholt und da möchte ich jetzt die farbigen Lampen reinmachen, ne? Ich würde sagen, das machen wir mal, ne? Let's go. Und tauschen die aus, da machen wir die farbigen rein. So. So, Freunde, drehen wir die normale Birne raus und drehen diese Birne hier rein. So. Und dann legen wir das Ding drauf. Die können wir dann später mit dem anderen Zeug, was wir uns noch connected haben oder was wir jetzt noch einbauen werden, können wir dann später in der Box, in der App anlernen und dann können wir auch die Farbe wechseln. So, rein mit dir. Ist drin. So, die haben wir drin. Sehr gut. Die haben wir drin. Machen wir jetzt noch bei den anderen auch, ne? Und tauschen die Lampen, Freunde. So, Freunde. Sieht man das so? Ja, so, ne? So. Dann gehen wir mal in die Philips Hue App und gehen mal hier auf Lampeneinstellung, ne? Und gehen mal auf Leuchte. So, jetzt gehen wir mal auf Leuchte hinzufügen und suchen wir mal nach der Lampe. Gerät wird gesucht. So, Freunde, ihr seht, hier oben kriegen wir jetzt unsere Lampe angezeigt. Ne? Können wir jetzt mal drauf machen, dann seht ihr hier auch, ne? Dann leuchtet die. Ups, kann ich nochmal zurückgehen? Gehen wir mal drauf und sehen wir, das ist auf jeden Fall die Lampe. So müssen wir jetzt alle Lampen, die wir reingedreht haben, also von den ganzen da hinten, alle noch anlernen, uns in die verschiedenen Bereiche reinmachen. Kann ich euch dann gleich auch nochmal zeigen. Und dann können wir euch mal zeigen, wie es aussieht, ne? Diese. So, Freunde, ihr seht, ich habe jetzt hier in der App, kann man sich jetzt so verschiedene Bereiche hier reinmachen oder sogar Zonen, seit neuestem kann man sie sogar einstellen. Wir gehen jetzt mal hier auf die Küche und dann seht ihr jetzt hier Küchenball 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, habe ich alle benannt. Plus, ich habe mir noch hier unten ein Philips Hue LED-Streifen reingemacht, den ihr vorhin gesehen habt. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier, habe ich mir jetzt vorinstalliert, so verschiedene Szene, Regenbogen, zack. Und dann habt ihr hier oben einen schönen Regenbogenverlauf. Man kann es dann schön hell machen. Ich mache mal das Licht aus. Moment. Und das finde ich halt richtig sexy aus, oder? Das sieht halt sehr, sehr geil aus. Das ist sehr, sehr geil. So, das war jetzt more easy peasy zum alles hier einlernen. Und auf was ich auch ganz stolz bin, hier die Stehlampe. Achtung, Achtung, Timo. Ich finde, das ist wirklich das Geilste. Die manche haben es bei Insta schon gesehen, wenn man sich da. Achtung, machen wir die auch so. Und machen die. So. Sieht einfach killer aus, oder? Ich finde es ein bisschen.
Also ich find's geil. Rosa, ich äußere mich dazu jetzt nicht. Ich finde rosa, die Farbe bei LEDs kommt geil rüber. Komm, sei ehrlich. Blau gefällt mir da schon besser. Ich find's geil, Freunde. So, ich würde sagen, wir gehen ran an die Syncbox. So, Freunde, jetzt geht's drum, Syncbox. Jetzt packen wir mal die Syncbox aus und diese zwei Standlampen dort neben. Und dann gucken wir, wie wir die verbunden bekommen. Ja? Packen wir aus und installieren sie mal. Ich mach mal das gute Teil auf. Da haben wir einmal das Herzstück, die Syncbox. Die besteht da draus. Ihr habt hier einmal USB-Anschluss. Ihr habt einmal Stromanschluss. Ihr habt ein HDMI-Out und 1, 2, 3, 4 HDMI-In-Eingänge. Bedeutet, ihr müsst natürlich hier zum Beispiel PlayStation, Receiver, Xbox, keine Ahnung, Fire TV Stick, Apple TV oder sowas in die Eingänge reinmachen und der eine Ausgang vom HDMI muss in euren Fernseher rein. Und dann greift sozusagen diese Syncbox direkt die ganzen Eingänge ab und kann dann daraus, sage ich mal, diese Farben errechnen. Und sie dient auch gleichzeitig eigentlich als HDMI-Splitter, wenn man es mal so nimmt. Ne? Auch perfekt, Freunde. Die haben wir auf jeden Fall am Start. HDMI-Kabel haben wir hier am Start und Netzteil haben wir am Start. Dann würde ich sagen, installieren wir sie mal. So, Freunde, das Schlimme an der Sache ist, wenn ich hier an die Kabel muss immer diese Platte runter, die wiegt 90 Kilo. Das ist ochsenschwer. Wir haben uns gerade schon da die Hände gut ein bisschen aufgerissen. Aber, Freunde, ihr seht auch schon das Netzteil, was mega ist. Einmal könnt ihr in das Netzteil natürlich eure Syncbox reinstecken. Und die anderen zwei Slots, da könnt ihr jetzt noch diese Lampen, die neben dabei stehen, die kann ich mal herholen. Das sind die Compact Philips Hue Compact Design, ja auf jeden Fall, ne? Die könnt ihr damit eigentlich auch klar anschließen, braucht nur ein Netzteil. Das ist schon mega das ist durchdacht. Gut mitgedacht. So, das würde ich sagen, schließen wir jetzt an, ne? Jenny nehmt hin und dann Abfahrt. So, Freunde, wir bauen die jetzt gerade mal hier auf, diese Lampen für neben dran zu stellen. Ah, das sind auf jeden Fall die Standfüße, aber kann man wahrscheinlich einmal für hochkant und einmal für quer, oder? Gib dir mal kurz so eine, wie wollen wir es? Warte, wie will ich's? Das ist, für dich ist das überlassen. Ich will Stand erstmal nach oben. Du willst Stand? Ja. Wie kriegst du das hin? Wir müssen es dann hier so dran machen, ne? So dran machen, ja. Geht es so dran? Ja, muss bestimmt das Kabel. Sollten wir uns vielleicht die Anleitung mal durchlesen? Oh, oh. Ja. Kufo und Protonenbeschleuniger, Timau. Sollten wir hinkriegen, ne? Ich würde sagen, wir gucken mal kurz die Anleitung durch. Okay, wir haben es rausgefunden, wie es funktioniert. Simpel. Wir haben wieder zu kompliziert gedacht. Ja. Der Kollege wird wirklich so draufgeballert, hier hinten schön festgezogen. Ja. Die haben wir so jetzt ja aus. Genau, ja. Da kommt dafür der Halter drüber und das Kabel wird dann einfach hier zwischendurch einfach rausgelegt und kommt dann so, sieht man auch nichts vom Kabel. Demonstrier's mal, zeig's mal den Jungs, wie man das macht, als gute Handwerker. Als vorbildlicher Handwerker, ja. Also Sicherheitsschuhe nochmal anziehen, ganz wichtig. Da sehen wir sie. Halt ich oder? Häubsch, was ich schon gegeben. Soll ich was halten oder kann man das? Ich mach das universal, Bruder. Ich hab drei Hände eigentlich, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt, wie diesen gute, echte Timau macht. Dann docke mal auf dem Loch an. Alles mitgeliefert. Und dann gib ihm. Dann gib ihm einfach. Dann gib ihm. Haut der das Teil da rein. Ist fest, oder? Ja, er überdreht's nicht. Chill, beruhigt. Und John ist unser zweiter. So. Strahler einsatzbereit. Platzierung, Achtung. Einsatzbereit. Wohin? Einer möchte ich gerne zum Herrn, wo stellt man der Erste hin? Ich möchte den gern dahinter hinter der Bonsai. So, oder? Erstmal. Für an die Wand quasi? Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob das halt... Wir stellen erstmal vielleicht ein bisschen... Oh, aua, aua. Also der Bonsai verliert überhaupt keine Blätter übrigens, wollte ich mal ganz kurz hier gesagt haben. Ich stelle jetzt einfach mal einer so hin, oder? Ja, dass wir ein bisschen was sehen vom Effekt. Genau, wir testen es einfach mal, Freunde. Wir stellen jetzt mal den da hin. Und der andere Schnuppes kommt da nebenhin. Timo fummelt noch das Kabel ab und ich muss den Akku wechseln. So. Wenn Sie wollen, dass ich auch Ihre LED-Ambilight-Strahler ausrichte, rufen Sie mich an. Schön perfekt hingestellt. So, du musst ihn jetzt aber hier neben durchs Löschelchen, durch die Einführung hier reinstecken. Und ich muss dann aber, wir müssen erst hier anfangen, weil dann müssen wir die Platte wieder da reinschieben, ja, und da wieder rausholen. Let's go, komm, push, Kamerawechsel. Ich filme von innen, ich will sehen, wie er durchkommt. Ah, da ist er. Oh nein. Ach Gott, er hat Probleme, Jungs. Er hat Probleme. Wie in der Wiege liegt, man kennt ihn ja. Der Bonsai verliert echt keine Blätter, das ist Ehre, Mann. So, das geht jetzt zum Glück direkt in das neue Netzteil. Genau. Stark mitgedacht. Einmal rein. Synginator-Box rein. Die Synginator-Box könnte ich eigentlich auch da unten reinschnuppeln, ne? Safe. Aber wir lassen sie jetzt mal noch oben drauf, weil wir ja noch nicht so ganz wissen, wie alles so funktioniert und alles. Aber die könnten wir auch unten reinballern dann. Also kommt dann runter, ne? Schlecht. Ja. Dann sieht man sie nämlich nicht. Ich habe gehört, die kommt nämlich auch mit wenig Luft aus. So, jetzt müssen wir der andere Schnuppes da durchführen. So, dann machen wir die Kamera weg. Ihr wisst ja Bescheid, wie das jetzt funktioniert. Weil jetzt wird es schwierig. Jetzt muss einer... Okay, ja gut, ja. Man sieht schon das erste Ergebnis.
Kamerad rechts leuchtet. Kamerad, ich nenne den Kamerad Bonsai. Kamerad Bonsai, so. Leuchtet auch. Fahren wir erstmal die Sinkbox hier rein. Jetzt kommen wir zum Herzstück, zum Herz. Freunde, jetzt gehen wir mal bei in HDMI 1. Stecken wir jetzt hier hinten rein, tun den Sky Receiver hier raus, stecken den bei Out, weil da geht nämlich alles jetzt hoch an den Fernseher über diese Box. Warum ist denn der eigentlich auch schon wieder pink? Was ist denn bei dir los? Geil. Was ist denn da los? Willst du mit mir reden? So, der muss jetzt hier hin rein, der Schnuppes. Okay. Schnuppes steckt. Schnuppes steckt. Das heißt, Synbox ist aktiv. Genau, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal nachlesen, müssen wir erstmal diese Lampen wieder in diese U-App mit reinballern, ne? Okay, let's go. So, ihr seht's. Uplay 1, Uplay 2, ja, haben wir gefunden, also die zwei Lampen. Oh, Maschine. Die können wir eigentlich auch so, können wir so vom Namen erstmal lassen. Ne? Ja, ja. Tue ich jetzt mal dem Wohnzimmer hinzufügen. Oder tun wir jetzt mal da rein, okay, alles klar. Alles klar, die können wir hier gleich nach links. Dann benennen wir sie doch Uplay links und gehen auf die hier Uplay rechts. Ne? Perfekt. Und jetzt gehen wir mal zu Hause, Zimmer und Zonen. Wohnzimmer, Uplay, zack, zack, hinzugefügt. Wohnzimmer ist auch schon dieses, die Dinger sind drin hier. Das Lämpchen oben, okay, dann haben wir das. Und dann müssen wir sagen, jetzt müssen wir die Syncbox starten. Sehr gut. So, wir haben uns jetzt die Philips Hue Sync App heruntergeladen. Mit der soll man sich das jetzt alles einstellen können. Also es gibt eigentlich eine extra App, ne, für die Syncbox. No. Wir gehen jetzt mal auf los. Ist dein Hue Bridge eingerichtet? Ja, ist eingerichtet. Ist das Kabel an der Syncbox angeschlossen? Ja, ist angeschlossen. Blinkt die LED-Anzeige an der Syncbox? Ja, blinkt. Blinkt. Ja, blinkt sie. Sehr gut. Ja. Verbinde die Syncbox mit Bluetooth. Aktiviere Bluetooth auf deinem Mobilgerät. Okay. Suche Syncbox. Erfolgreich. Deine Syncbox ist über Bluetooth verbunden. Stelle jetzt eine Verbindung her online. Okay, jetzt musst du dem die Verbindung sagen. Ah, jetzt wird das WLAN-Passwort an die Syncbox übertragen und die verbindet sich jetzt mit dem Internet. Jetzt ist schon verbunden. Auf Weiter. So, bestätige die Verbindung. Ah, guck mal hier. Da wurde sie schon bestätigt. Ja. Die LED ist jetzt auch weiß, nicht mehr blau. Seht ihr? Oh, im Hintergrund. Press and hold. Guck mal, hier vorne ist schon was. Ah, die glaube ich gerade ausgeschaltet. Shit. Ah, Sync Parrot. Ich hab's ja ausgeschalten. Okay, passiert. Suche nach Update. Suche nach Bridge. Oh, ich muss zur Bridge rennen. Renn zur Bridge? Jo, hat geklappt. So, suche nach Entertainment-Bereich. Okay, ich habe ja noch keinen Entertainment-Bereich. Ah, guck mal hier, Entertainment-Bereich. Bereich erstellen. Ah ja, machen wir die rein und hier oben die. Hat es geblunken? Geblunke, drück nochmal. Ah ja, blunkt, sehr blunkt, gut. Hat geblunke. So, man könnte jetzt hier sozusagen jede Philips Hue-Lampe oder LED-Band könnte man da jetzt noch einbinden. Ich muss ja. Ganz kurz, da muss ich schon einhaken. Ja? Das finde ich schon absolut krass, weil du könntest jetzt rein theoretisch sogar die LED-Küche mit einbinden, was dann alles quasi passiert, was auch im Fenster genau, passiert. Genau, ne? Das Wohnzimmer mit, das Esszimmer, können Sie da jetzt reinmachen? Gehen wir mal auf Fortsetzen. Leuchten sind bereit. Okay. Jetzt muss ich da hin. Die ist oben, ne? Ah, guckt euch das an. Jetzt muss er einstellen, wie es aufgebaut ist, ne? Genau. Das ist die steht hier und die steht hier. Und ihr seht auch, wie die Farbe schon ändert. So, und die hier ist eigentlich, wo macht man die hin? Macht man die ein bisschen hier? Das ist ja eigentlich eher so, ne? Ja. Aber wir machen es nach du, oben. Nee, rein theoretisch musst du die hier ja parallel zu der sitzen, weil eigentlich so sind die hier in derselben Flucht, wenn ich jetzt mal hier rüber gehe. Ja. Die sitzt ja unten rechts und genau, das ist quasi immer noch rechts. Klar, du hast jetzt halt noch ein Band hier hinten mit drin. Ja. Aber ich will es, glaube ich, auf rechts machen's anpassen. Machen es mal so, ne? Machen es mal so. Gehen wir auf Weiter. Bereich testen. Authentifizieren. Drücke nochmal Push-Link. Gib Gas, mal. Diesmal schneller. Komm, Junge. Oh ja, hier hat sich schon umgestellt. Passt hervorragend. Sehr gut. Drei Lampen. Alles klar. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Achso, guck mal. HDMI 1 ist jetzt Setup-Box. Alles klar. Weiter. Starten. Alles ist fertig. Okay, Freunde, dann testen wir es. Jetzt müssen wir nur gucken, warum jetzt hier das Ding abgeschaltet hat. Aber das sehen wir gleich. Junge, ist das geil. Ihr seht's hier. Die Lampen, die gehen alle mit. Wow. Ich lasse am besten mal hier so ein bisschen vorne drauf. Alles ist fett. Der, das ist richtig krank, ne? Theoretisch könnten sie jetzt ja auch, ne? Könnten sie auch so zum Beispiel, ne? Ja. Oder man könnte es so nach oben strahlen, ne? Lass mal gerade, das ist gerade geil mit Blau. Ach, ich kann sogar heller machen, Achtung. Man kann jetzt hier in der App, volle Helligkeit, aber kann jetzt hoch und extrem. Wow, Junge. Alles ist fett. Und auch oben, Alter, geil, ne? Hey, das ist richtig killer und schnell und agil. Ist krank, oder? Super, wenn schwarz ist, wird schwarz, geht's weg. Wenn ihr seht, hier oben, sieht man hier so angeordnet, dass unten rechts und oben die gleich gehen. Ey, das ist mega. Digga, du weißt, was wir bei mir im Haus zu tun haben, ne? Dasselbe, ne? Auch wie er das schön hell macht, der Trippe, ne?
Das finde ich absolut genial. Also Wheelwrap, ne? Du weißt ja, LEDs. Ja. Ambilight, wer uns schon länger verfolgt, der weiß Bescheid, wie der Hase läuft. Diese Philips UE-Dinger killen. Die killen alles. Digga! Ja, absolut geil. Ja, halt auch geil, dass man jetzt auch so alles andere noch mit einbeziehen kann einfach. Mega geil. Mega geil. Simon ist jetzt gerade noch ein bisschen am Testen, wo er seine Lampe hinstellt und so. Man muss wirklich sagen, also das hat mich wirklich geflasht. Der Hauptgrund ist halt wirklich, dass er jetzt auch so wie hier oben quasi die Lampen mit einbauen kann auf das TV-Bild. Ja, wenn er zum Beispiel Fußball guckt und es ist grün, dann wird hier drin alles grün. Also absolut mega. Ihr habt es eben gesehen in einem kurzen Video. Ich hoffe, wir konnten das gut erklären. Ich glaube, wir haben es wirklich gut und simpel. Also es war wirklich total easy zu installieren. Ja. Die Lampen sind absolut mega und es gibt ja noch ein ganz großes Spektrum von Philips Hue, ja, für den Außenbereich, für Indoor gibt es noch so viele Lampen, was ihr jetzt alles mit der Syncbox irgendwie koppeln könnt und könnt euch... Ja, voll draußen, draußen ist alles, aber der ganze Garten mit leuchtet. Und ihr könnt euch wirklich so ein ultimatives Heimerlebnis erschaffen, also wirklich, ich finde, wir haben es am Anfang vom Video gesagt, nichts geileres als LEDs. Man muss wirklich sagen, Philips hat da ein hammergeiles System, Philips Hue. Muss man auch sagen, also da funktioniert alles zusammen, alles auch schnell, direkt so. Ja, wie schnell haben wir das jetzt gemacht? Und noch mit dieser 120.000 Tonne schwere Platte, ne? Wegzuheben. Ich würde sagen, wir sind damit auch raus. Wenn es euch wirklich gefallen hat, das Video, wenn ihr Fragen auch zu dem Produkt habt, schreibt es gerne in die Kommentare, da können wir euch auch noch weiterhelfen. Nochmal vielen Dank an Philips Hue, die uns das alles zur Verfügung gestellt haben. Es wird ein Hammererlebnis und wenn der nächste Fortschritt hier mit Philips, weil ihr seht es ja im Hintergrund, wir haben noch einige Arbeiten vor uns, aber die werden geil. Wir sind raus. Wir sind raus, Freunde. Wie gesagt, checkt gerne was ab, wenn ihr was braucht. Lasst ein Däumchen nach oben. Link in der Videobeschreibung. Pusht euch. Ciao.